Hamburger und Cheeseburger machen. Dazu brauchen wir zwei Hamburgerbrötchen, zwei Rindfleischbuletten, Ketchup und Mayonnaise, bisschen Olivenöl, eine Pfanne, ja, und für den Cheeseburger noch die Scheibe Käse. Als erstes werden die Brötchenhälften getoastet. Die kommen also auf den Toaster. Das zeige ich jetzt. So, jetzt werden die Brötchenhälften schön getoastet. Und in der Zwischenzeit kann man schon mal das Öl in der Pfanne warm machen. Ich gebe nun das Öl in die Pfanne. Etwas mehr, damit es nicht anbrennt. Und lasse das schon mal warm werden. In der Zwischenzeit sollten dann auch gleich die Brötchenhälften fertig sein. So, die sollten gleich fertig sein. Genau. So. Die werden dann fertig, vielleicht nochmal kurz ein bisschen umdrehen und der Rest werden wir dann. Aber in der Zwischenzeit werden wir jetzt das Fleisch anbraten, weil jetzt auch schon das Öl heiß ist. So, das Öl ist jetzt richtig warm. Jetzt kann ich die Buletten reintun. Ja, ich hoffe, das ist kein Pferdefleisch, dass das wirklich Rindfleisch auch ist. Man weiß es ja heute immer nicht. Ich werde jetzt die Buletten hier 3 Minuten von jeder Seite auf der mittleren Stufe anbraten. Alle beide reinpacken. Pfanne auf mittlere Stufe, die Buletten jetzt 3 Minuten von jeder Seite anbraten, dann sind die auch schon fertig. Drei Minuten sind um, die erste Bulette habe ich jetzt schon mal gedreht. Drehe ich die zweite um. Und wie gesagt, ich brate die von jeder Seite 3 Minuten lang an. Dann sind die auch gut durch. Ja, und in der Zwischenzeit, wo die Hamburger in den letzten 3 Minuten braten, kann man ja schon mal die Hamburgerbrötchen vorbereiten. Das heißt, das machen wir hier erstmal ein bisschen Ketchup drauf. Und damit das Brötchen nachher nicht so trocken ist. Und hier kann es ruhig mal ein bisschen mehr sein. Und dann natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist Mayonnaise, das ist Remoulade. Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Ja, auf den Cheeseburger machen wir jetzt noch die Scheibe Käse. Das ist eigentlich so der einzige Unterschied bei mir zwischen dem Hamburger. Das heißt, ich packe die Scheibe jetzt aus und werde sie dann auf den Hamburger legen. So, den Käse lege ich dann auf die Brötchenoberhälfte. Dann auch nochmal der Rest der Remoulade so ein bisschen drauf. Das jetzt soweit schon ganz gut aus, dann müssen wir jetzt nur noch kurz abwarten, bis die Hamburger fertig gebraten sind. So, die Hamburger sind jetzt gut durchgebraten, von jeder Seite je 3 Minuten, also insgesamt 6 Minuten. So sind sie innen drin auch noch schön saftig, also genau die richtige Mischung. So, das wird mein Hamburger, sehr große Buletten auch, und hier die Bulette für den Cheeseburger. Man könnte jetzt je nach Geschmack auch noch ein bisschen Salat oder Zwiebeln drauf machen, vielleicht auch eine Gurke, wer es mag. Aber ich lasse es einfach dabei, mir schmeckt das so am besten. So, der Hamburger und hier der Cheeseburger. So, man sieht, das zwei richtig schön dicke Buletten, also richtig leckere Burger. Ja, das war's und fertig sind sie.